Was für ein verrückter Abend heute. Wirklich, wir haben hier nur Extreme. Hier stehen 99 Stimmen, 98 Stimmen und 95 Stimmen. Die Platzierungen bedeuten Folgendes. Sarah, du darfst dir einen Song aus den drei Finalsongs aussuchen. Patrick hat dann die Wahl aus den letzten beiden Songs und die Silverettes sind dann hoffentlich zufrieden mit dem Song, der übrig geblieben ist. Alle TeilnehmerInnen durften sich natürlich vorher schon auf unsere Finalsongs vorbereiten und jeder hat natürlich so für sich seinen Favorite-Song. Und hier sind die Songs. We Will Rock You von Queen. Wir haben Dynamite von BTS und Perfect von Ed Sheeran. Die Sarah nimmt Perfect. Ja, genau. Ganz klar. Ja, und er nimmt We Will Rock You. Ja. Und sie, ja, das ist eigentlich klar. Also es sei denn, die Sarah will gucken, dass sie anderen was wegnimmt. Ja, strategisch. Ja, strategisch. Sarah, für welchen Song hast du dich entschieden? Also, man könnte ja meinen, ich entscheide mich für Perfect, weil es halt eine Ballade und ist ja genau mein Ding, ne? Aber ich habe auch Bock, ein bisschen aufzudrehen, mal ein bisschen eine andere Seite von mir zu zeigen und deswegen habe ich mich für den ersten Song We Will Rock You entschieden. Wow! Unerwartet! Oh mein Gott, er wird Perfect singen und die anderen Dynamite ist perfekt. Lieber Patrick, ich kann mir vorstellen, den hättest du auch gerne gesungen. Ja, klar. Das wäre meine erste Wahl gewesen. Aber dann, liebe 100, lernt jetzt von mir die weichere Seite kennen. Und ich singe Perfect. What? Siehst du? Ich habe mir das gedacht. Nein, das ist super. Klischees sind da, um sie aufzubrechen. Die Silverettes, für euch bleibt dann nur noch Dynamite von BTS übrig. Kanntet ihr den Song vorher? Nein. Tatsächlich nee, nicht. Völlig unbekannt. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, dass wir im Finale sein dürfen. Ja, und hoffe ich. Oh mein Gott. Da singen wir auch Dynamite. Und wer weiß, wir werden gleich von euch allen Songs hören, die man sonst wahrscheinlich von euch nicht erwartet. Was für ein schönes All Together Now Finale. Los, ihr dürft euch jetzt schon mal schön vorbereiten gehen. Viel Spaß. Jawohl. Das ist die Energie, die wir brauchen hier. Ich sag die Silverettes. Ich glaube, der Patrick könnte das schaffen. Ich weiß es nicht, aber wünschen tue ich es allen. Aber ich glaube, dass es die Sarah macht. Ah, dann sind wir wieder einer Meinung. Wie immer. Läuft. Okay, also ich lehne mich aus dem Fenster. Ich mag zwar Sarah sehr, aber Patrick hat die tolle Stimme und er weiß, wie er sie nutzt. Und Perfect ist ein Killer-Song. Ich denke fast, Patrick macht das Rennen. Das ist ein Killer-Song auf jeden Fall. Aber der könnte den Patrick auch killen. Mein Tipp ist, die Sarah gewinnt. Leute, ich weiß gar nicht, was ihr denkt. Ich tippe auf die Ladies. Girl Power Forever. Die drei Silverettes werden gewinnen. Gut, also auf ein gutes Finale. Ha? Bam! Das große Finale von All Together Now startet jetzt. Und unsere Wand steht unter Strom, genauso wie unsere drei Finalistinnen. Denn nur einer oder nur eine kann den Pokal und 10.000 Euro mit nach Hause nehmen. Und als erstes hören wir den Titel We Will Rock You von Queen, performt von Sarah. Du dachtest, du denkst, sie gewinnt, ne? Ja. Und jetzt mal richtig einen raushauen. Ich wünsche mir, dass sie es wieder so zu ihr macht, wie ja, auch immer sie es macht. Wird sie tun. Body you.
jetzt komm mal schön rein. Girls. Ein bisschen auf Nummer sicher, oder? Ein bisschen Handbremse, ne? Ist es nicht. Das ist nicht ihr Song. Ich kaufe sie nicht ab. Die lernen heutzutage immer schön singen, das kapieren die nicht, dass manche Lieder durchgeballert werden müssen. Ja, genau. Das wird leider der komplette Rotz. Liebe Sarah, ich bin total begeistert von dieser Version. Danke. Es hätte wahrscheinlich keiner damit gerechnet, dass du We Will Rock You nimmst. Nee, das war so der Überraschungseffekt, ja. Das war ein Wahnsinnsüberraschungseffekt. Wir gucken auf deine Stimmenanzahl, liebe Sarah. 49. Sarah, du hattest in der Vorrunde 99 Stimmen. Jetzt sind es leider nur noch 49. Es dürfte jetzt niemand mehr als 49 Stimmen haben. Ja. Aber vielen, vielen Dank für deine Leistung, die du heute hier erbracht hast. Vielen Dank, dass ich da einen Applaus durfte. Bitte für Sarah. '49 ist echt wenig, finde ich. Ja, es hätte so mehr verdient, denke ich. Ja, alles Kunst und Kultur waren außen hier. So. Und als nächstes bin ich schon total gespannt auf die Umsetzung des nächsten Songs. Perfect von Ed Sheeran, performt von Patrick. Ich möchte nicht weinen. Die Performance muss auf jeden Fall unter die Haut gehen bei dem Song. Ja. Weil das, der Anfang ist schon, ab dem Anfang muss er sich schon... Thanks.
Jawohl. Jawohl. Verrückt. Patrick, vorhin bist du noch auf den Knien hier rumgerutscht und jetzt hast du dich in die Herzen gesungen. Wir gucken mal, wie viele für dich aufgestanden sind. Stimmen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Patrick. Vielen Dank. Das bedeutet, liebe Sarah, dass der Sieg leider für dich nicht mehr funktioniert. Lieber Patrick, mit 60 Stimmen bist du jetzt erstmal vorerst der Sieger. Aber es fehlt natürlich noch eine Performance. Vielen, vielen Dank für diesen Moment. Dankeschön. Applaus für Patrick. Mit Abstand meine Lieblingsperformance heute. Wusste ich doch. Mit Abstand. Und nach der nächsten Performance entscheidet sich dann, wer heute Abend All Together Now gewinnen wird. Mit dem Song Dynamite von BTS, auf die Bühne gebracht von The Silverettes. Ja, kommt Mädels, jetzt macht er mal hier. Verdammt normal. Ich finde den Song furchtbar, aber ich glaube, die können den gut singen. Ja! Yeah. Yeah. Du aus! Der Song kann dreistimmig richtig geil klingen. Ich hab's im Ohr. Me bring the fire, set the night alight. Oh. Shoes off, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Yeah. Sing song when I'm honking home, just up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, I see, and a game of ping pong. Okay, okay, that's it, that's, yeah. Heavy in the bass, boom, I'm ready. Woohoo! Love is sweet as honey, yeah, this beat you sing like money. Overload, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. Cause it starts tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. Drama, light it up like dynamite. Whoa. Keine Frage, Mensch. Aber sowas von Lecko Funny, ey, also zu dritt Lecko Funny, mein Gott. Das war die bunte Tüte von heute Abend. Das war die bunte Tüte. The Silverettes. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Wow. Mit einem aufgezwungenen Song, den sie zu ihrem gemacht haben. Hier sind eure Stimmen. Mit 98 Stimmen gewinnen die Silverettes.
herzlichen Glückwunsch! Dieser Pokal gehört euch! Oh mein Gott! Und 10.000 Euro! Vielen Dank! Und Ihnen zu Hause wünsche ich einen guten Schwung ins Wochenende. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank an unsere